Die Vorbereitungen für die Skisaison laufen auf Hochtouren und manche Skigebiete sowie die Planei laden schon zum Pistenspaß. In Schladming ist man heuer um eine Attraktion reicher. Der Planet Planei wurde feierlich eröffnet. Ein Talstationsgebäude mit allem Komfort für die Skigäste. Das Gebäude als solches besteht aus drei Teilbereichen. Der südlichste Teil ist das Verwaltungsgebäude für die Planei Hochwurzenbahnen. Hier haben alle 360 Mitarbeiter ihre Heimstätte. Im mittleren Gebäudeteil sind Räumlichkeiten für den Wintersportverein Schladming untergebracht worden. Es sind Räumlichkeiten für den Internationalen Skiverband geschaffen worden. Und im nördlichsten Teil, der prominenteste Teil, hier wird es auch das gläserne WM-Studio geben. Von hier aus wird dann live in alle Welt hinaus von den hoffentlich spannenden Wettkämpfen auf der Planei berichtet werden. Anstelle des bekannten 1985 errichteten Talstationsgebäudes entsteht ein architektonisch modern gehaltenes, multifunktionales Talstationszentrum. Unter dem Motto One-Stop-Shop wird der Gast an einem Ort alles erhalten, was einen Urlaub noch angenehmer macht. Nirgendwo in der Welt steht so eine Talstation wie der Planet hier, Planei. Und das wird einladend sein für alle Skibegeisterten Menschen auf der ganzen Welt. Ich glaube, das wird alleinstehend, unique selling proposition bedeuten. Das heißt, das ist ein Markenzeichen, das unglaublich viel künftigen Erfolg der gesamten Region bringen wird. Ich denke, dass diese heutige Eröffnungsfeier auch gezeigt hat, dass wir auf einem guten Weg sind zur Ski-WM 2013. Das ist jetzt schon die bestvorbereitetste Ski-WM, die ich überhaupt je erlebt habe. Schon 82 war sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir werden vieles erleben können, wenn es so weitergeht, was für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, für die Region, für die Steiermark, für Österreich gut und schön ist. Neben der Planei-Talstation konnten noch zwei weitere Großprojekte realisiert werden. Die beiden Mitterhaus-Schlepplifte wurden durch eine Achtersesselbahn ersetzt und ein weiterer Speicherteich verstärkt die größte Schneeanlage Österreichs. Insgesamt investierten die Planei 26 Millionen Euro für die Zukunft. Dieses Gebäude ist sensationell. Es ist kein Gebäude für die Skiweltmeisterschaften 2013. Für die hätte das Alte auch noch gereicht. Es ist ein Gebäude für die Zukunft, für die nächsten Jahrzehnte. Es wird dem Tourismus in Schladming und auch in der Folge dem Sport dienen. Und ich muss sagen, hier hat man eine Entscheidung getroffen und dafür ist all jenen herzlich zu gratulieren, die den Mut dazu gehabt haben, an der Spitze vor allem dem wirklich dynamischen und guten Direktor Ernst Trummer, dass man sich hier durchgerungen hat zu einer so großen Lösung. Es gibt viele Leute, die sagen, es ist super und es gibt Leute, das ist super, die sagen, das ist zu bombös. Ich bin der Meinung, es wird darüber geredet und es ist das Wichtigste. Und wenn man betrachtet, dass wir uns eigentlich als Schladming ja von dem Mitbewerb abheben, dass wir ein Stadion haben, das mitten im Ortszentrum endet und dann so einen Bau haben, das ist ein USB, den wir uns nur wünschen können und da werden wir noch sehr viel Freude damit haben. 1985 war das Jahr, als das alte Talstationsgebäude eröffnet wurde. 2010 heißt es manegefrei für Planet Planei. Ein neues Zeitalter ist in Schladming angebrochen. Alle Wintersportfans können sich ab sofort selbst ein Bild davon machen.